schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich habe jetzt meine Kamera nach in die andere Ecke getan, gegenüberliegend. Einfach aus dem Grunde, weil ich dann, wenn ich es noch auf der anderen Seite hätte, würde ich immer aus dem Bild rausgucken. Und jetzt gucke ich sozusagen ins Spiel hinein. Also, ne, ich habe mir gedacht, mal was anderes, mal was Besseres. Ja, herzlich willkommen. Und wir gucken weiter hier in den Bergen. Da hat es mich so ein bisschen verfranst und, naja, nicht richtig verfranst, aber ich bin jetzt noch so ein bisschen hier am Gucken und werde hier diesen Weg entlang gehen. Und, yep. Und hier auf der linken Seite scheint mir das erkletterbar zu sein. Wobei, wenn ich jetzt hier gucke, kommen wir auf dieses große Plateau wieder, wo ich schon war. Gut, dann gehe ich mal auf die schmale Seite des Felsens. Läuft alles? Läuft. Geh mal hier gucken. Ja, aha, wunderbar. Wunderbar. So, ein schmaler Grat hier. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas unten. Ja, das ist das, wo eben war. Aha, hier über meinem Kopf, da blinkt was. Erleuchtet es. Also rüber. Ah, das ging. Oh, nicht hängen bleiben. Oh, Land. So, ich habe keine Blutfliegen-Geschichte. Heißt, müsste das Risiko eingehen, rüber zu springen. Ich will wissen, was das ist. Aber ich werde erstmal vorher abspeichern. Ja, dann machen wir mal hier einen Superman-Fly. Ein bisschen wackeln. Okay, es hat mir ein bisschen die Füße angeknackst, aber gucken wir erstmal, was hier ist. Elixier des Geistes, Perfektor, kleiner Lederbeutel. Lederbeutel mit 5 Erzbröckchen, Kugelblitzchen, Blitzchen. Was gibt's noch? Mittlere Wunden, nein, schön. Klasse, also muss man hier irgendwie entlang gegangen sein oder hier drauf gesprungen sein, damit man sich noch die Füße wieder verbinden kann oder die gebrochenen Knochen. Also virtuell. Also hier geht es nur einmal rum. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Das ist dieser ulkige Zapfen da. Ich bin aus der Richtung gekommen, wo ich jetzt hingucke, so wie ich das hier mitkriege. Ja, dann hätten wir das hier auch. Jetzt kommt die große Frage, wie komme ich denn jetzt hier wieder? Ja, okay, dann können wir da wieder runter. Otter! Würde der Schweizer sagen. Okay. Ja, wunderbar. Oh, und jetzt lege ich mich mal schlafen. Und zwar in dem allseits bewährten Ziegenschlafsack aus Ziegenfell. No. So. Werden wir mal. Ich sehe gerade, ich habe noch die falsche Rüstung an. Das heißt, ich müsste mal bis zum nächsten Morgen ganz schnell noch mich umziehen, damit mir die Sonne nichts ausmacht. So. Hoch war das. Das war hier oben. Und dann machen wir mal hier die Assassinenklamotte an. So. Tja, damit wir alle was sehen können und ihr auch. Jetzt gucke ich mal auf der Karte, wo ich mich eigentlich genau befinde. Das war die Tatmorsche. Aha, also in der Mitte ganz unten. Ich gucke so Richtung Amana. Jep. Und an dieser Stelle auch mal wieder herzlichen Dank für eure Kommentare. Alain, ich habe deinen Kommentar bezüglich Torres zu spät gelesen. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, den Auftraggeber Torres nochmal nachfragen. Danke auch noch dafür. Ja, jetzt müssten wir zusehen, dass wir irgendwie da runterkommen. Und irgendwie finden wir noch keine Nomaden hier in den Bergen. Oh, ja, jetzt sind wir wieder hier. Es kann natürlich sein, dass ich mich völlig verfranst habe. So, hier waren halt die vielen Löwen. Und schauen wir mal, was hier so passiert. Wenn was passiert. So. Oh. Okay. Hier ist die lange Anna. Nein. Nicht auf Helgoland oder bei Helgoland, sondern hier in Warand. Und wir sehen hier wieder ganz viele
Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon wieder beim Wegweiser, ne? Mit diesem Doppelwegweiser. Sicherheitshalber noch mal gucken. Ja, das sieht so aus, als wäre das. Ja, das ist der, das ist der. Gut. Jetzt gehe ich mal hier rum. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen hier. Ah, er springt immer so lustig. Kann ich nicht ändern. Obwohl alles natürlich geschaltet ist. Ein Löwe. Ist noch ein? Vielleicht ein paar mehr? Ja, da hinten sind noch mehr. Ach ja, okay, machen wir mal wieder einen Kampf hier für die Folge. Gucken, mal gucken, mal gucken. Und ja, genau, er springt daneben. Und ich haue daneben. Es ist nicht zu fassen, Leute. Ah, komm. Wird kaputt. Okay. Was war das? Auf zum nächsten. Oh, ich renne. Oh, da sind die. Sorry, das sind die nächsten. Die mache ich jetzt aber mal im Off, ne? Sonst zieht sich das zu lange und wir wollen ja ein bisschen noch Action sehen hier, ne? Okay, bis gleich. Tote Löwen und Löwinnen pflastern Rolands Weg. Und hier gibt es eine Höhle. Aber ich zeige euch noch was, was ich noch hier gesehen habe. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge diesen Bogen hier gesehen. Ja, ich sage jetzt mal, dieses lustige Stonehenge-Gebilde. Ja, aber dann gucken wir mal. Es geht ja hier noch mal rein. Und ich gehe jetzt mal hier entlang. Also wie schon gesagt, das ist so riesig. Okay. Einfach nur, um zu gucken hier, ob es hier wieder irgendeine Fläche gibt, ob es hier wieder ein Dead End ist. Ah, ein Eisgolem. Eisgolem. Was haben wir hier? Das ist so eine karge Fläche. Ja klar, in den. Oh. Oh. Was bist du da? Wo bist du jetzt, Roland? Wo hast du dich jetzt hier hin verfrachtet? Oder ich dich hingelenkt? Wir sind. Das ist Amarna. Hä? Die Mühle? Ach, nee, das ist die Festung Amarna. Ach so. Ach so ist das. Ja, okay, dann pass mal auf. Dann machen wir Folgendes. Dann werden wir mal erstmal an dem Eisgolem vorbeigehen und wieder zurück zur Höhle, weil ich nicht weiß, was in der Höhle ist. Vielleicht kann man ja eine Abkürzung bringen oder so. Ich weiß es nicht. So. Yes, Sir. Okay, mal speichern. Jetzt wagen wir es rein. In den Gang oder Durchgang oder Höhle. Kann auch sein, dass sie irgendwie Dead End ist. Haben wir wieder einen Löwen. Wieso schlägst du nicht? Okay, los, komm, kurze, schnelle Schnitte, Hiebe mit der Löwe in eins. Ja, siehst du, das ist ein Durchgang, wusste ich's doch. Ein Durchgang. Und ist das der Durchgang, der mich dann zu dem Eisgolem führt? Nicht so richtig, ne? Okay, jetzt geht noch weiter. Oh, man kann schön gucken hier. So, ist hier was versteckedeit? Ach, wie ulkig. Ach, wie ulkig ist das denn jetzt? Okay. Merken wir uns, weil da kommen wir. Oh, da kommen. Oh, jetzt. Ich bin so spannend. Ich bin so gespannt, meine ich. Ich bin so gespannt. Ja, spannend weiß ich nicht, ob ich. Das müsst ihr wissen, ob ich spannend bin. Jedenfalls, meinen Bogen spanne ich auch mal. Ach ja. Ich finde das gut, dass es wieder besser geht. So, von wo aus bin ich? Ja, genau richtig. Jetzt gehen wir mal zu dem Eisgolem, nicht wahr? Da muss ich natürlich auch wieder mich umrüsten. Erstmal den Eisgolem in Sichtweite bringen. Nee, das ist nicht die richtige Richtung, oder? Ist es das? Das war die doch. Ah, sind sogar gleich zwei. Ah, zwei Eisgolems. Speichern. Und umgezogen. Und die sind ja schon fast parallel. Jetzt heißt es natürlich,
Genau, richtig. Oh. Knüppel aus dem Sack. Ach, das ist ein Sandgolem, sorry. Ich hab mich vertan, es ist kein Eisgolem, es ist ein Sandgolem, ja. Vielleicht treffen wir auf Eisgolems in Nordmar irgendwann mal. Los, komm. Wunderbar. Okay. So, wir hatten bisher ausholt. Genau, richtig. Exaktement. So macht man das mit dem Golems. Und wieder schnell umziehen und speichern. Und dann wagen wir uns noch ein paar Schritte nach vorne. Hier ist zum Beispiel auch so eine Art Sandweg. Sandweg. Bei uns im Ort gibt es einen Sandweg. Ah, da haben wir natürlich hier schon mal die absolute Übersicht, wie viele Eisgolems noch, Sandgolems noch gibt. Und zwar sind sie unter uns. Das sind dann zwei. Wisst ihr, die haben uns schon... Ach ja, hätte ich das gemacht oder hätte ich das jetzt nicht machen sollen? Man weiß es nicht, ne? Das heißt also, ich darf mich wieder umziehen. Werde ich jetzt mal machen. Dann gucken wir mal, inwieweit die vom Abstand her weg sind. Ah, die sind auch wieder so um die Ecke. Okay, der erste kommt schon mal. Aber der bleibt erstmal. Ich weiß, Steine haben nicht so die Intelligenz, also beziehungsweise hier die sandige Intelligenz eines Golems. So. Daneben. Okay, auch das haben wir gemacht. Golem number two. Ladies and gentlemen. Where is Golem number two? War doch mal noch. Nee, nee, hab ich ja. Ja, Jetzt muss ich mich wieder reorientieren, beziehungsweise kapitulieren, ob ich da an diesen komischen Bögen vorbeikomme oder hinkomme. Oder hier geht es noch weiter hoch. Es ist echt irre. Junge, ich bin... Alter! Oh Mann, nee, das ist... Oh weia, das wird nix. Und hier fliege ich schon mal in den Sand. Ja, da wollen wir mal ein bisschen vorsichtiger sein. Also, meine Knüppel aus dem Rücken hole ich. Kann ich schon mal holen. So, mal gucken. Das war ja ziemlich weit noch hier. Also, sowas. Es regnet Golems. Welch Spielmannsfluch. Es regnet Golems, es regnet Spielmannsfluch. Ja, das ist in Extremo. Habe ich leicht modifiziert. Der eine oder andere könnte die Gruppe kennen. So, jetzt will ich mich mal ein bisschen zeigen hier. Guck, guck. Jetzt kommt der erste. Sehr gut. Nicht um. So, da kommt der erste. Kommen welche nach? Nein. Oh. Okay. Feuergolem erledigt. Wunderbar. Speichern. So, dann machen wir ganz vorsichtig den nächsten am Holen. Es sind aber zwei, drei, vier. Schwer. Guck, guck. Ja, der nächste Feuergolem kommt auf mich zu. Oh, der macht einen Satz. Sportlich, sportlich. Dann haut er mir einfach einen auf die Fresse. Ja, den Satz bringst du wohl nicht hier, was? Doch, bringt er. Den bringt er, den Satz. Haha, geil. Okay, gerade nochmal so geschafft. Und wie komme ich jetzt da wieder hoch? Naja, muss ich mal gleich sehen. Das werde ich dann mal wieder überspringen. Mich mal vollfuttern und dann weitersehen. Also nochmal hier so rum. Ne? Kommt einer, da ist schon einer wieder runtergeballert. Ah, da bin ich wieder meine. Quatsch! Quatsch! Daneben! Okay, Sandgolem erledigt. Bum, 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 bum. Okay, hier wieder lang.
Ja, ich weiß. Es ruckelt noch ein bisschen. Dabei ist das eine Riesenmap. Da ist alles ausgenutzt worden in jeder Ecke. Ah, hier liegt der kaputte Feuergolem. So, jetzt sind wir hier wieder. Oh, das, jetzt bin ich auch ein bisschen überstrahlt in meinem Gesicht. Aber ich habe jetzt die Kamera ein bisschen besser eingestellt, damit das nicht zu überstrahlend ist. So, nochmal speichern. Die Kamera habe ich neu und da musste ich erstmal gucken, wie ich das alles hinkriege. So, oh, da sind ja noch. Da sind ja noch drei. Hallo? Ja, warum rutscht der so? Okay. Oh! Das war knapp. Jep, das ist ja wie. Guck, guck. Das ist ja wie. Moment, wo komme ich hier schon hoch? Gut. Das ist ja wie. Genau, weil hier so eine Truhe ist. Mal gucken, ob ich die dann gleich knacken tue. So, auf geht's. Stift. Aha. Ach, das ging ja fixi. Was haben wir denn hier? Noch einen Kompositbogen. Langweilig, Kompositbogen. Haben wir hier noch was zu liegen? Nö. Oh, dann werden wir uns mal diesen beiden Genossen widmen. Mal gucken, wer ist denn hier näher dran? Ich glaube, der Linke. Also mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Obwohl, da tut sich nicht viel. Na, na. Ja, da ist er. Gut. Wunderbar. Ja, ich weiß. Gemächlich, gemächlich. Ah! Tja, das knapp. Noch ein Schlag und ich bin wieder über dem Felsen geflogen. Aber jetzt geht's doch. Ach, ein Wüstensteingolem. Da siehst du. Ein wüster Steingolem. Der liegt denn immer so wüst rum, wenn er zerfällt. Ah, cool. Okay. Der Tanz der Steingolems. Ja, ich würde mal sagen, das war es wohl hier. Sei denn, es ist noch hier irgendwo was versteckt. Nein, gut. Also, jetzt gehen wir wieder hier rum. Wir sind so weit oben, wir können nicht mehr nach unten gucken. Weil der Renderer so einen Nebel macht. Ja, hahaha. Jetzt muss ich mal zusehen, dass wir... Da unten sind die Wegweiser. Na, so weit sind wir oben. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir zu diesen lustigen Gebilden kommen. Mit diesen vielen Gängen. War aber hier nicht. Ich melde mich dann wieder, wenn ich das gefunden habe. Ne? Ich muss jetzt wieder ein bisschen zurückrennen. So, das war ja, da mussten wir hier durch den Durchgang durch diesen Höhlendurchgang. Hier unten ist das ja schon und dann geht das hier den Weg runter. Oh, Leute. Ich bin in letzter Zeit so schreckhaft. So, wollen wir mal gucken, hier sind Greife. Okay, keine Steingolems, ich werde mich mal eben kurz umziehen. So, umgezogen. Dann haben wir unseren schönen Bogen. Den könnten wir... Ach, mit normalen. Oh, gibt es noch mehr solche Eingänge? Okay, gucken wir mal weiter. Greif. Die sind eigentlich relativ gut zu im Bogen zu erlegen. So, jetzt mal gucken. Ja, gut. Ja. Ja. Komm. Mach es. Ja. Was ist denn jetzt los? Normalerweise gibt es einen Fixer. Okay, ein Greif. Gucken, wie viel sind es denn noch? Okay. Ah. Na, siehst du? Geht. Schreien. Und da hinten sind noch mehr Greife. Treffe ich jetzt wieder keinen Greif? Ach so, deswegen. Da war der Falsche anvisiert. Das kann mal vorkommen.
Gut, bevor wir da reingehen, gehe ich erstmal hier gucken, was wir hier so haben. Gehen wir erstmal hier mal ein bisschen jumpen. Da ist was gewesen, dachte ich. Ja, auch Greif, ne? Beutegieriger Greif. Oh, das sind ja viele Greifs. Dann wollen wir mal gucken, was die beutegierigen Greife denn so alles drauf haben. Schaffe ich das so von der. Ah, jetzt hat er wieder den, jetzt hat er wieder den. Na, ist noch zu weit weg. Oh, hier, er hier. Okay. Ich dachte, die wären jetzt ein bisschen härter zu kriegen. Nee. Welcher ist das jetzt? Mann. Ich glaube, den treffe ich. Au. Der hat mir aber einen verpasst. So, auf zu den nächsten. Wenn so viele beutegierige Greife hier sind, dann muss es doch irgendwas Besonderes geben hier. Okay, war zu weit weg. Ach, du liebes Läuschen, hier ist einer. Okay. Schnell, bevor mich wieder einer anrempelt. Okay, das war sehr gut. Will das sie nur noch zu looten hier? So, was ist denn hier besonders dran? Außer dass das Gebilde so richtig lustig aussieht. Hier wird nichts. Und in der Mitte irgendwo? Nix. Okay, jetzt kommen wir hier wieder entlang. Okay. Oh, schön, ne? Wir gehen aber trotzdem wieder zurück zu diesen Eingängen da. Das sind so auch noch Greife, die es dort zu erledigen gibt. Gucken, was uns hier erwartet. Ah, ja. Oh. Nein, du nicht, du. Ach, das ist ein normaler Greif. Leute, ich mache das mal im Off hier weiter. Und dann gucken wir weiter, was es sich hier noch so verbirgt. Ja, alle Greifs oder Greifen erledigt. Dann gucken wir mal. Das sieht eher aus wie so eine Grabhöhle, wo Grabsteine sind, ne? Altes Grab. Okay, mit Spitzhacken ist nichts. Auch hier nicht. Der Greifenfried. Oh, hier kann man was hacken. Oh, yeah. Mal gucken, was wir finden. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel mit 10 Goldbrocken, ein Schädel mit einem Knochen. Okay, gehen wir weiter gucken. Altes Grab. Okay. Nö. Hier auch nicht. Da hinten ist noch eins, habe ich gesehen. Jetzt mal gucken, ob es hier noch was gibt. So hier mittendrin. So kleine Items oder so. Wenn man nicht so auf Anhieb sieht. Nope, hier ist nichts. Nope. Okay. Du musst aber jetzt noch mal was haben. Nein, hat es nicht. Andere Seite auch nicht. Ja, ich glaube, dann haben wir das hier jetzt erstmal abgeklärt. Gucken, ob es hier noch weitergeht. Die andere Richtung kennen wir ja. Haben wir ja schon mal vorgelunzt. Oh, da geht es natürlich auch wieder weit, weit, weit in die Ferne hinein. Also das ist ganz Warrant hier. Dreidimensionaler Riesenwürfel, würde ich mal sagen. Aha. Ja, und Feuerechsen.
Oh, lass uns mal in die Richtung gucken, was wir da kartentechnisch zu sehen haben. Wo wir da exakt im Moment sind. Wir sind also wieder guckend, nee, nach rechts zum Pass guckend. Aha. Ja, okay. Schaffe ich das mit dem? Gucken wir mal. Speichern vorher. Ein Wüstenfeuer-Waran. Und noch ein Wüstenfeuer-Waran. Jetzt haut er natürlich ab hier. Ah, okay. Das war ein Crit. Na. Oh. Das war ein Zufallskrit. Dachte, ich könnte jetzt so weiter kritten, aber geht nicht. Ja, dann probieren wir das erstmal mit einem ganz normalen Schnäbelsäbel. Oder Degen, besser gesagt. Erstmal holen. Sobald er noch auf mich zukommt. Damit er mich wittert, richtig. So, er besetzt sich in Bewegung. Ah, siehst du? Wird doch was. Was hast du denn alles? Ach ja, Wüstenfeuerwaran. Zangen und oder Klauen oder was das war. Ich habe jetzt dummerweise oben geguckt. Ah, Alter. Was ist denn da unten los? Also hier gibt's versteckte Points hier. Ah, okay, noch ein Wüstenfeuerfahrer an. Ah, komm. Okay, hat mich mal ein bisschen in Feuer und Flamme gesetzt. Mal gucken, ob wir immer noch mehr kriegen hier. Ich möchte auch mal was entdecken, zum Beispiel. Was ist das da unten eigentlich? War ich da schon? Nee, da geht's bestimmt noch hin. Okay. Ah, oh, noch mehr. Okay, mache ich mal auf. Ja, jetzt bin ich einmal über dieses Plateau rüber. Heile mich noch mal eine Runde. Und, hab hier alles schon durchgesucht. Nach hinten geht's hoch. Beziehungsweise, da geht ein sandiger Weg hin. Und man kann, hinter mir kann man auch noch rum. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was wir hier haben. Ah, so viel Kapazität hat mein Schädel nicht. Ich das weiß, wo wir sind. Obwohl hier sieht's aus, als deucht mir es bekannt. Ja, ich glaube ja. Okay. Dann gehen wir wieder zurück an der Stelle, also ans Ende, wo der letzte war. Für Wüstenfeuerwaffen war. Das wäre dann wieder hier. Und gucken wir mal hier. Sah es erstmal so nach Ende aus, aber nee. Jetzt noch ein Weg. Und dann geht es hier irgendwie noch so rein. Auf was sind das hier nicht so rennst? Ach je. Oh, weia. Okay. Weite. Was? Wie bitte? Wohin? Verstehe ich das richtig? War ich hier schon? Bin ich hier von unten mal hochgekommen? Kann nicht sein. Hä? Das wüsste ich, wenn ich... Nee, das wüsste ich. Aha. Also ich weiß, die Stelle kenne ich mit der Steinbrücke. Ah, was ein Gekraxel hier. Oh. Mucke fehlt wieder, ich weiß. Okay. Mich nicht so gerissen, aber hätte sowieso ganz runter müssen. Leute. Okay, er macht dann wieder so einen Seitenflieger hier. Okay. Jetzt hört man die Grillen gut grillen. So. Gut. Spannend. Nee, ne? Hier war ich schon. Leute, tut mir leid, aber ich bin auch nicht perfekt. Weil ich kann mich erinnern, dass ich nämlich hier vor dieser Statue schon gestanden habe. Also diese Steinstatue des alten Volkes.
Nimmt's mir nicht übel, wir werden in der nächsten Folge weitergucken, ne? Auf jeden Fall. Also, ein Kommentar und ein Daumen, wie immer. Ihr wisst Bescheid und dann geht's weiter. Ciao.